Dankeschön. Was für eine freundliche Begrüßung. Vieler schöner herzlicher Dank und herzlich willkommen heute Abend hier im Dreisat-Zelt. Meine Güte, wie habe ich mich auf diesen Abend gefreut. Ja? Und ganz seltsam, wie ich jetzt da hinten stand und gewartet habe, dass es endlich losgeht, habe ich plötzlich Angst bekommen vor Ihnen. Ja, weil ich dachte, was passiert, wenn Sie merken, was ich in diesen fast schon vergessenen Corona-Jahren gemerkt habe und was mir meine Mutter schon immer gesagt hat, wie entbehrlich ich bin. Ich dachte wirklich, Belzig, was machst du, wenn du die Bühne betrittst und du spürst überhaupt keine Wertschätzung und du hörst überhaupt keinen Applaus? Hätte ja sein können, mit Verlaub. Die Welt von heute ist eine völlig andere als noch vor 3 oder 4 Jahren. Und viele von uns sind erschöpft und müde und auch ein wenig traurig. Und ich möchte mal sagen, viele von uns sind in dieser Zeit dann doch vielleicht ein wenig merkwürdig geworden. Also ich nicht, ich war es vorher schon. Aber bei mir liegt das an meiner Grundhaltung, denn ich bin ja ein sehr großer Freund der griechisch-römischen Philosophie des Stoizismus. Und die Stoiker damals, das waren sehr gelassene Leute. Die Stoiker waren jetzt nicht direkt Pessimisten, das kann man nicht sagen. Aber die Stoiker haben den schlimmsten Fall, die große Katastrophe, prinzipiell jederzeit für Möglichkeiten und immer auf dem Zettel gehabt. Und wenn der schlimmste Fall dann eingetreten ist bei denen, dann haben die nicht so wie wir heute sich beklagt, herumgejammert und gefragt, warum? Sondern dann haben die gesagt, ja, das ist schlimm jetzt, aber warum nicht? Das ist auch eine Haltung, oder? Der römische Stoiker Seneca, das war ein großer Philosoph und Politiker im 1. Jahrhundert nach Christus unter Kaiser Nero. Der Seneca hat zu diesem Thema damals Folgendes aufgeschrieben. Ihr sagt, ich hätte nicht gedacht, dass das geschehen würde. Denkt ihr denn, es gäbe irgendetwas, das nicht geschehen wird, obwohl ihr doch wisst, dass es möglich ist, dass es geschieht, obwohl ihr doch seht, dass es bereits geschah? Haben Sie es? Ich erkläre es noch einmal vorsichtshalber, falls jemand da ist mit Bachelorabschluss, ja? Also jetzt noch mal in meinen Worten, ja? Es gibt überhaupt keinen Grund, nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen. Und wenn Sie das, was Sie heute erleben, schlimm finden, dann übersehen Sie leider, dass es noch viel, viel schlimmer werden kann. Punkt. Und ich finde, da hat er absolut recht, der Lauterbach, ja? Der Seneca. Ja, und genauso mit dem Seneca verbunden fühle ich mich dem französischen Schriftsteller und Moralisten Nicolas Chamfort. Der hat im 18. Jahrhundert folgenden Ratschlag erteilt. Ein Mann sollte jeden Morgen eine Kröte schlucken, um sichergehen zu können, dass ihm an diesem Tag nichts Widerlicheres begegnet. Gut. Ja. Der Chamfort war ein Kind seiner Zeit und empfahl das nur den Männern. Ich als Kind meiner Zeit möchte das Krötenfressen heute Abend auch allen Frauen und allen Diversen, ja, uneingeschränkt ans Herz legen. Wirklich, probieren Sie es aus, es wirkt. Ich hab's ausprobiert. Ich konnte's ausprobieren, denn ich bin ja bei uns daheim seit vielen Jahren ehrenamtlich beim Bund Naturschutz tätig. Und da habe ich im Frühling schon vielen Kröten über die Straße geholfen, war aber immer schon auch ein wenig ein Naschkätzle, ne? Ja. Allerdings, meine Damen und Herren, ich gebe zu, was wir jetzt gerade erleben an apokalyptisch anmutenden Ereignissen und Entwicklungen. Also ich muss Ihnen sagen, das ist auch für einen Stoiker wie mich eine harte Nummer. Da reicht eine Kröte am Morgen nicht mehr. Da müsste ich zum Frühstück schon einen ganzen Froschteich leerlöffeln. Da gerät auch einer wie ich an die Grenzen seiner Verdrängungskompetenz, gell? Es ist so arg, meine Güte. Erinnern Sie sich noch an die gute alte Zeit? Die gute alte Zeit damals, vor 4 Jahren? Über was wir uns aufgeregt haben, über was ich mich aufgeregt habe, über irgendwelche sinnfreien menschlichen Existenzen, über irgendwelche Existenzen wie Andreas Scheuer. Pff. Wie ich den vermisse. Ja. Ich vermisse Andreas Scheuer und ich finde, etwas Vernichtenderes kann man doch über die Zeit, in der man lebt, schon gar nicht mehr sagen. Ja, um was ging's denn bei dem? Um was ging's da? Ha? Um was ging's denn bei dem, wie wir jetzt erfahren haben, und 243 Millionen vergeudete, verschwendete, versemmelte Mautmillionen. Es ging um Millionen. Es ging praktisch um nichts.
Weil ab jetzt geht's nur noch um Milliarden. Nur noch Milliarden. Man reibt sich manchmal die Augen wie die Milliarden. Bam, bam, bam. Jetzt dieser Tage, was lese ich? Die Deutsche Bahn kriegt jetzt 40 Milliarden, damit mal gelegentlich wieder Zug losfährt. Und ich schwöre Ihnen, in 2 Jahren noch mal 80 Milliarden, damit er auch ankommt. Und so... So geht es, die Milliarden, die Milliarden. Allein die Pandemie, die Corona-Pandemie, was das gekostet hat. 300 bis 400 Milliarden Euro sollte es gekostet haben für die Wirtschaftshilfen, für die Impfungen, für die Tests. Und ja, nicht zu vergessen, die 90.000 Wischmops, die Hubert Aiwanger bestellt hat. Ja. Hubert Aiwanger, ist ja bekannt. Ein in den Gewässern der Freien Wähler irrlichterndes U-Boot der AfD. Ja. Hubert Aiwanger. Hubert Aiwanger bestellte zu Beginn der Pandemie als bayerische Anti-Corona-Sofortmaßnahme 90.000 Wischmops, für die es überhaupt keine Verwendung gab. Die lachen rum. Niemand weiß, was er sich dabei gedacht hat. Er wahrscheinlich auch nicht. Man sollte mal den Bruder fragen, ja? Also, aber bitte, 90.000 Wischmops, das sind Peanuts gemessen an den 200 Milliarden Euro Strompreisbremse, Gaspreisbremse. Ja, und nicht zu vergessen, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Sondervermögen, das neue Wort für Schulden. Die Bundeswehr ist ja wohl wirklich in einem katastrophalen, unglaublich schlechten Zustand. Das ist ja alles ist verbogen, verrostet, verrottet, verfault. Man fährt ja oft an Wertstoffhöfen vorbei und merkt erst hinterher, hoppala, das war ja eine Bundeswehrkaserne. Ja? Aber damit ist vorbei. Schluss. Damit ist jetzt Ende Gelände. Ab jetzt wird nachgerüstet, aufgerüstet. Und wenn man Marie-Agnes Strack-Zimmermann länger als 30 Sekunden zugehört hat, dann begreift man schnell, der Kauf von Rheinmetall-Aktien ist inzwischen eine pazifistische Bürgerpflicht. Olaf Scholz wird ja gerne mal vorgehalten, zu zögern und zu zaudern. Ja, so ist das in den Zeiten der Zeitenwende. Die Angst vor einem Atomkrieg wurde aus Zeitgründen abgesagt. Die ist nicht mehr zulässig, denn verdammt nochmal, es muss jetzt alles sehr, sehr schnell gehen. Wir brauchen massenhaft neue Waffen und Panzer vor allem für die Ukraine und für uns. Das Blöde ist nur, Panzer werden aus Stahl gemacht. Und Stahl wird mit sehr viel Gas und Strom gemacht. Und das ist doch ausgerechnet jetzt blöd. Wir haben doch Energiekrise, Energiekrise. Und wegen der Energiekrise musste sich ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister ausgerechnet von der Klimaikone Greta Thunberg auffordern lassen, die AKWs am Netz zu halten. Ja, und noch lange bevor sich dann Habeck verheddert hat in diesem Gestrüpp aus Heizungsgesetzen und Verwandtschaftsproblemen, weit vorher ist dann Joe Biden, als die Ölpreise hochschossen, ist der Biden mal schnell den Saudis unter das ganz Tages-Nachthemd gekrochen. Ja, auch wenn die manchmal so ein paar Journalisten zerstückeln lassen. Und Schuld an diesem ganzen Wahnsinn. Hey, sind wir fossilen Junkies natürlich auch ein wenig selbst. Aber Akutschuld ist ein 1,71 Meter kleiner, käsiger Russe, der sich für Peter den Großen hält und deswegen gerne halbnackt auf Pferde setzt. Und deswegen hat das Rundfunksymphonieorchester Berlin, und nicht nur die, haben die gleich am Anfang des Krieges, haben die sofort den Tschaikowski aus dem Programm gestrichen. Ausgerechnet Tschaikowski, ein schwuler, europäisch denkender russischer Romantiker, der es jetzt als letzter verdient hätte, von uns wegen Putin gecancelt zu werden. Und es ist alles so zum Durchdrehen. Aber ich drehe nicht durch, weil ich habe ja 100 Flaschen Sonnenblumenöl im Keller versteckt. Ja. Ja. Aber meine Damen und Herren, wir wollen ehrlich sein. Wir wissen, wer die Verlierer in dem Ganzen sind, aber es gibt eben immer auch Gewinner. Und die Gewinner der letzten 3, 4 Jahre sind auf alle Fälle mal die ganzen Verschwörungsgläubigen, die ganzen Verschwörungsschwurbler. Mein Gott, was denen alles einfällt. Ich beneide die um ihre Fantasiebegabung. Mein Nachbar, der Lutz, ist ein typischer Vertreter dieser Schwurblergattung. Der Lutz, wie soll ich den Lutz beschreiben? Der Lutz ist unauffällig, das ist ein Kerl wie du. Ja. Ja. Lutz ist ein weißer Mann mittleren Alters, sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, vermutlich heterosexuell, vermutlich aber nicht praktizierend. Ja. Und der Lutz hat mich jetzt wieder aufgeklärt über die Weltlage, hat er gesagt, Belzig, du Schlafschaf, wach endlich auf. Erst Pandemie, dann Ukraine, das ist doch kein Zufall, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was heißt überhaupt Krieg dort? Es wird immer behauptet, hier, um hierzulande von den Impfschäden abzulenken. Und in Wirklichkeit bekämpft der Putin in der Ukraine nur die Geheimlabore, in denen neue Coronaviren gezüchtet werden, im Auftrag von Karl Lauterbach. Und deswegen soll man den Resten der Söldnergruppe Wagner vertrauen und nicht dem Robert-Koch-Institut. So ungefähr das Narrativ
das Narrativ. 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 Das Wort hat auch eine Karriere gemacht in den letzten 5 Jahren. Ich schwör's euch, ich hab's überprüft, vor 5 Jahren hat keine Sau von Narrativ gesprochen, außer ein paar zerstreute Professoren im Raum Göttingen. Aber sonst, es ist alles Narrativ. Ich glaub, Narrativ sagt man immer dann, wenn man dem Stuss, den man in die Welt setzt, noch einen Hauch von Seriosität mit auf die Reise geben will. Ja? Wissen Sie, was mir der Lutz noch zugerufen hat, wie ich jetzt aufgebrochen bin hier ins Dreischatzelt? Statt wieder oben auf seinem Balkon, ruft er runter, na, Belzig! Geht's wieder los zum Leut verblöden. Dann sag's den Hirnis mal im Zelt, sag's denen mal, wie es ist. Schon der Vater von Bill Gates wollte Frauen mit Bananen unfruchtbar machen. Ja, das ist ein Narrativ. Wie reagiert man da, wenn einem die Mitmenschen sowas erzählen? Manchmal sind es nahestehende Menschen, die man lieb hat, die man täglich sehen muss. Eltern, Geschwister, Amazon-Paketboten. Wie reagiert man da? Mein Rat, ruhig bleiben, nicht aggressiv werden, vielleicht noch eine zweite Kröte runterwürgen. Vielleicht mal ein Buch lesen über gewaltfreie Kommunikation. Und ansonsten akzeptieren Sie es einfach. Man muss manche Mitmenschen an bestimmten Grenzen des Schwachsinns auch mal fröhlich ziehen lassen ins dunkle Reich des Wahnsinns. Weil Widerspruch bestärkt die Schwurbler nur in ihrer Erleuchtung, bis der dünne Glühdraht ihrer überhitzten Erkenntnisbirne durchgebrannt ist. Ja, ja. Und ich versichere Ihnen, ich weiß, wovon ich spreche. Denn ich habe mich vor geraumer Zeit tatsächlich mal getroffen mit einer Gruppe von Menschen, besteht aus Putin-Jüngern und Trump-Anhängern, Aluhutträgern, Chemtrailern, QN-Verschwörern, allgemeinen Antisemiten und ZDF-Hassern. Ja. Ja, ich wollte denen mal zuhören. Ich wollte nur zuhören, schweigend zuhören. Und ich habe zugehört. Jedem Einzelnen habe ich zugehört insgesamt. 4,5 Stunden lang habe ich schweigend zugehört. Es war unbeschreiblich. Ich musste mir danach sofort 5 Zeugen Jehovas nach Hause einladen, um mich mal wieder in vernünftiger Gesellschaft zu fühlen. Ja? Ja. Ey, diese Leute wissen alles, immer grundsätzlich. Und jede ihrer Schwurbeleien endet mit dem Satz, na, Belzig, da schaust du blöd, hä? Man muss es halt wissen. Wie kann man eigentlich immer alles wissen? Das geht doch nicht. Weil wie sagte schon der alte Kirchenlehrer Augustinus? Der Mensch kann nur etwas wissen, wenn Gott ihn erleuchtet. Ja, der Augustinus. Der hatte leicht predigen. Zu seiner Zeit gab es zur Erleuchtung ja wirklich nur den lieben Gott, aber noch keine sozialen Netzwerke, geschweige denn Attila Hildmann. Es ist das Grauen. Und gleichzeitig gebe ich zu, es ist ein Bekenntnis, ich finde es auch faszinierend, absolut faszinierend. Mich fasziniert, was sich in diesem Land unter dem Eindruck der Ereignisse der letzten 4 Jahre für höchst unterschiedliche Menschen plötzlich friedlich, freundlich, solidarisch unter einem Dach versammelt haben. Menschen, die früher unter normalen Umständen garantiert überhaupt kein Wort miteinander gerät, ja, die sich geradezu verachtet hätten, jetzt friedlich Seite an Seite marschierend, freundlich und unfreundliche. Ja, friedliebende und radikale, hochintelligente und sekundärbegabte, alles. Ohne Berührungsängste. Was habe ich da marschieren sehen? Wieselige Waldorflehrer, Seite an Seite mit fahläugigen Reichsbürgern. Vollvegane Superökos, Seite an Seite mit fleischfressenden Audi Q7-Fahrern im hochglänzenden Nappa-Lederhüsli. Ich frage Sie, wann ist das Leben so verrückt und führt so unterschiedliche, gegensätzliche, sich gegenseitig verachtende Menschen plötzlich friedlich zusammen? Bei einer Studiosus-Busreise zu den Schlössern der Loire gewiss nicht. Bei einer therapeutischen Gruppensitzung schon eher. Und dann dachte ich an die therapeutische Gruppensitzung, die ich seit vielen Jahren völlig erfolglos besuche. Ich sage mal eins, die Leute in meiner Therapiegruppe, die sind alle völlig irre, außer mir. Das sind Leute, wir sind 12 Leute, das sind Leute, das kläppst du nicht. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, ich erzähle nur eine Geschichte. Von der Lise, weil die Lise mag ich, die sitzt seit 7 Jahren immer links neben mir im Stuhlkreis. Lise, klasse Frau, sympathische Frau. Die Lise leidet nur leider an der psychiatrisch anerkannten Störung oder Auffälligkeit, der sogenannten Objektophilie. Haben Sie schon mal gehört, Objektophilie? Ja, hab nicht ausgedacht, das ist eine psychiatrisch anerkannte Störung. Objektophile Menschen haben das Problem, die verlieben sich in Dinge, in Sachen, in tote Materie.
Objektophile Menschen haben ein semi-erotisches Verhältnis zu Gegenständen. Klingt ein wenig verrückt, gell? Aber vielleicht kennen Sie es ja auch, falls Sie einen Thermomix besitzen. Gell? wusste ich doch. Gell? Wusste ich doch, auch hier wieder 90% Gestörte. Ja, so Leute sind da und ich habe Ihnen einen Spaß, sorry. Seitdem ich Therapie mache, habe ich sofort mein Netflix-Abo gekündigt, weil das ist dort viel unterhaltsamer. Aber eins sagt unser Therapeut, eins verbindet uns eben doch, so verschieden wir 12 alle sind, sagt er, eins verbindet uns, nämlich eine Kränkung. Eine tiefe innere Kränkung, die bei jedem und jeder von uns eine ganz andere Ursache hat. Ja, und dann bin ich ins Grübeln gekommen, als ich über Kränkungen nachdachte. Und dann dachte ich an den Zustand der Welt, im Großen wie im Kleinen. Und wir versuchen ja oft zu verstehen, warum Dinge passieren und nicht anders passieren, warum Menschen handeln und nicht anders handeln. Und dann dachte ich mir, hat es vielleicht alles mit Kränkungen zu tun? Und sind wir nicht auch alle gerade, ja, ein Zeitalter der Kränkungen überall in Deutschland, nichts funktioniert, kränkt. Oder, schauen Sie mal, das Ende des Verbrennermotors, ja, eine urdeutsche Erfindung der Herren Otto und Diesel. Und dann über Jahrzehnte, perfekt, von genialem deutschen Ingenieursgeist. Und wo der Ingenieursgeist der Deutsche nicht ausreichte, hat dann halt die Software beschissen. Aber das war ja auch eine Leistung. Und es ist vorbei, Ende. Es gibt bald keine Autos mehr mit 4 verchromten Auspuffendrohren. Ja, entschuldigen Sie mal, was sollen diese Autoposer machen, diese 3er BMW Undercut Schnullibubis auf der Düsseldorfer Königsallee? Mit was sollen die in Zukunft noch angeben? Mit ihrer Ölheizung oder was? Ja, ja. Geht doch nicht. So viel Kränkung. Oder nehmen Sie die Ostdeutschen, da sind viele gekränkt, die Ostdeutschen, obwohl das lange her ist mit dem Mauerfall, aber damals, nach der Wende, bejubelt, befeiert und dann massenhaft, viel zu oft, über den Tisch gezogen, nicht ernst genommen, beschissen, von Banken, Versicherungen, Gebrauchtwagenhändlern und von der Treuhand. Und das haben die nicht vergessen. Und bis heute dort im Osten niedrigere Löhne, weniger Vermögen. Ja, das ist doch klar, dass da eine Partei wie die AfD abräumt. Ja, klar räumen die da besonders ab, wobei die CDU räumt auch ab, natürlich. Aber nur die Brandmauern, wie man in Thüringen gesehen hat. Ja? Nein, große Kränkung. Oder Putin, schönes Beispiel, Putin. Der Untergang der Sowjetunion war für ihn natürlich eine Kränkung als alter Geheimdienstler und Betonkopf. Das hat er nie wirklich verwunden. Ja? Und dann hat Obama Russland irgendwann als Regionalmacht bezeichnet. Regionalmacht mit 5.000, 6.000 Atomsprengköpfen. Das kränkt natürlich. Natürlich kränkt das. Ja, das entschuldigt nichts, aber es erklärt vielleicht manches. Und wie kränkend ist es jetzt für uns hier, für viele von uns jedenfalls, dass dieser Putin immer noch auf der Welt so viele Freunde und Sympathisanten hat, gerade in Afrika und in Asien. Und man möchte diesen Ländern, diesen Völkern zurufen, hey Leute, wer das Völkerrecht bricht, taugt nicht als Freund. Und dann würden die zurückrufen, Moment mal, die Völkerrechtsbrüche der USA haben euch doch auch nie an der Freundschaft gehindert. Und dann würden wir zurückrufen, Moment mal, das ist doch bei uns was anderes. Und dann würden die wieder zurückrufen, was für ein Zufall, bei uns nämlich auch. Ja? Ja. Und wenn Sie jetzt auch mal über Kränkungen und Kränkung nachdenken, verwechseln Sie das bitte niemals mit Beleidigung. Beleidigung ist was anderes. Beleidigung ist auch unangenehm, aber gegen eine Beleidigung kann man sich in diesem Lande ja noch einigermaßen wehren. Nicht immer, Social Media und so ist schwierig, aber einigermaßen. Also Beispiel, wenn dich jemand begrüßen würde mit den Worten, na du dreckiger, blöder, stinkender, brunsblöder Müllhaufen, ha, verklag ihn. Das ist eine Beleidigung. Genau dafür gibt es den Paragraphen 185 Strafgesetzbuch. Den Prozess gewinnst du. Wenn dich einer aber überhaupt nicht begrüßt, wenn er dich ignoriert und beim Ignorieren vielleicht noch ein wenig spöttisch anglotzt dabei, dann ist eine Anzeige sinnlos. Dabei kann es so kränkend sein, nicht gesehen, nicht gehört, einfach übergangen zu werden. Rein strafrechtlich gesehen ist eine Kränkung viel ungefährlicher als eine Beleidigung. Dabei ist sie viel tragischer. Weil schauen Sie mal, beleidigt werden Leberwürste, gekränkt aber werden die Seelen. Und gekränkte Seelen sind tickende Zeitbomben. Beleidigte Leberwürste sind nass gewordene Zündplättchen. Wobei nicht jede Beleidigung in Deutschland automatisch verboten ist. Es kommt immer darauf an, wo Sie sich befinden und wen Sie beleidigen. Und jetzt habe ich eine sehr gute Nachricht für alle Familienmenschen hier im Raum. Ja? Habt ihr Familie? Ja? Ja? Wie viele Kinder? Kinder? 2. Gute Nachricht für Leute wie euch. Innerhalb eurer Kernfamilie, also Eheleute unter sich,
Kinder, Eltern, Oma, Opa, Onkel, Tante und so weiter innerhalb eurer Kernfamilie. Dürft ihr tatsächlich jeden und jede hemmungslos nach allen Regeln der Kunst brutals beleidigen? Das ist zulässig. Ja, sage nicht ich, sagte das Oberlandesgericht Frankfurt in einem Urteil von 2019. Ich zitiere aus dem Urteil: Die Familie ist ein eheschutzfreier Raum. Ja. Das heißt, du kannst deinem Mann Sachen sagen. Sie strahlt schon. Ne? Also bitte warten, bis ihr zu Hause seid. Ja? Der konkrete Fall in Frankfurt war übrigens folgender gewesen. Eine Frau hatte ihren Schwiegersohn übelst beleidigt. Also unterste Schublade muss das gewesen sein. Du Hasenhirn, du Hurensohn, du Scheuer unter den Deppen. Also wirklich. Unterirdisch, ja. Der hat die verklagt. Ja, nein, sprach das OLG Frankfurt, die Klage wird abgewiesen, denn die Beklagte unterhalte ja zu der Familie insgesamt einen guten und intensiven Kontakt, der es erlaube, sich auch mal frei auszusprechen. Man reibt sich die Augen, was im deutschen Recht noch alles unter freier Aussprache läuft, aber ich bin Stoiker, ich sag, leck mich, ne? Aber darum geht es heute Abend nicht. Es geht nicht um Beleidigungen, meine Damen und Herren. Es geht ausschließlich um Kränkungen. Kränkungen, die auch hier im Raume garantiert jeder und jede schon erlitten hat und jetzt irgendwie bewältigen und handhaben muss. Als seinen persönlichen Wundenpunkt. Der Wundepunkt. Der große Psychoanalytiker Sigmund Freud ist bekannt. Der sprach ja sogar von den drei großen Kränkungen der Menschheit. Die erste große Kränkung der Menschheit nach Freud war demnach die kosmologische Kränkung durch Nikolaus Kopernikus, der uns im ausgehenden Mittelalter klargemacht hat, dass sich die Sonne eben nicht um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne und dass wir keineswegs der Mittelpunkt des Universums sind. So, diese Botschaft hat damals viele gekränkt, klar, Kirche, Geistlichkeit, sofern sie es mitbekommen haben, die waren außer sich, das bedrohte ihr Geschäftsmodell. Dann die zweite große Kränkung der Menschheit nach Freud. Die biologische Kränkung durch Charles Darwin, der uns anhand seiner Evolutionstheorie darzulegen versuchte, dass wir Menschen gar nichts Besonderes sind, im Grunde nur entwickelte Primaten, gewissermaßen Trigema effli 2.0. Und die dritte große Kränkung der Menschheit nach Freud erfolgte dann durch Freud selbst, der uns unter anderem mit den Mitteln seiner Psychoanalyse klargemacht hat, dass wir Menschen überhaupt nicht selbstbestimmt sind und dass wir nichts, aber gar nichts in Wirklichkeit im Griff haben, sobald wir mal die Hand aus dem Schlüpfer ziehen. So, diese drei Kränkungen, ich wiederhole nochmal, ja, kosmologisch, biologisch, psychologisch zusammengenommen bedeuten, wir Menschen sind nichts anderes als armselige, triebgesteuerte Trigema Premium Effli, die sich als Pickelchen am Arsch des Universums allen Ernstes für die Krone einer göttlichen Schöpfung halten. Oh ja, ich merke, verhaltene Reaktion, sehe ich auch hier sogar in der Dunkelheit, wie sich hier der Mainzer katholische Schmollmund zusammenrollt, aber ja. Aber all Gute, das kann ich euch nicht ersparen, denn nach Freud sind ja massenhaft neue Kränkungen dazugekommen. Das hat ja nie aufgehört. Ja, als Albert Einstein seine Relativitätstheorie veröffentlicht hat, ohne die heute keine Navi laufen wird, waren viele Menschen gekränkt. Was glauben Sie, was da los war? Das gab auch. Die Russen, die Chinesen haben Einstein beschimpft, weil er westlich dekadent wäre. Die Franzosen haben ihn beschimpft, weil er deutschen Geistes wäre. Und die Deutschen haben ihn beschimpft, weil er Jude wäre. Ja, eine bunte Truppe von Gegnern hatte der Einstein. So etwas würde heute in Berlin den Reichstag stürmen wollen. Aber der Einstein war ja ein kluger Mensch. Der hat sehr gelassen reagiert, nämlich so. Wenn die Menschen nur über das sprechen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein. Ja. Ja. Und Anne Will müsste sich sofort was Neues suchen. So. Und jetzt habe ich noch eine Kränkung für euch vorbereitet, dieses neueren Datums. Festhalten, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, des menschlichen Erbgutes, was bewiesen hat, dass egal, wo die Menschen auf der Welt leben, welche Haut- oder Haarfarbe sie haben, dass sie sich genetisch überhaupt nicht groß voneinander unterscheiden. Die genetischen Unterschiede sind insgesamt sehr, sehr gering. Aufgemerkt, selbst das Erbgut einer Banane, soll noch zu mehr als 50% identisch sein mit menschlichem Erbgut. So, aber wer ist jetzt gekränkt?
Wer ist jetzt gekränkt? Klar, die Rassisten sind gekränkt, weil dieser ganze Rassismus-Scheiß krachend in sich zusammenfällt. Vergessen Sie den Begriff der menschlichen Rasse. Und für alle Rassisten, die zuschauen, habe ich noch eine ganz schlechte Nachricht. Über die letzten 4000 Jahre gerechnet ist heute sowieso jeder Mensch mit jedem anderen Menschen auf der Welt blutsverwandt. Von dem her gesehen sollte das Oberlandesgericht Frankfurt noch mal gründlich prüfen, ob wirklich nur im innersten Familienkreis oder nicht, ganz generell. Ja, hey. Selbst bei unserem Mitmenschen, dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland, stammt höchstwahrscheinlich mehr als die Hälfte seiner Gene aus Anatolien. So wie bei uns allen anderen auch. Was bedeutet, dass ich mit Gauland verwandt bin? Das kränkt mich jetzt wieder. Aber merken Sie was? Merken Sie was? Es sind immer die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns kränken mit ihren Erkenntnissen und Ergebnissen. Ja, Brunz, verreck noch einmal. Man hat sich doch mal irgendwann gemütlich gemacht in der Welt seiner Vorurteile, in der Welt seiner beschränkten Erkenntnisse und hat auf dieser soliden Basis der Nichterkenntnis sich ein Bild von der Zukunft geschaffen. Und damit will man leben. Und dann kommt wieder so ein Wissenschaftler daher und zerschlägt die Geistesidylle. Schauen Sie, und ja, das kränkt ja dann auch irgendwie, wenn die Zukunft irgendwie nichts mehr verspricht, außer Probleme. Und ich glaube, deswegen gibt es Klimakleber und deswegen gibt es Menschen, die mit Kartoffelbrei auf Kunstwerke schmeißen. Ob man mit Kartoffelbrei Mehrheiten für irgendwas gewinnt, das ist eine andere Frage. Aber man soll es halt schon ernst nehmen. Man soll es schon ernst nehmen. Ein Ausmaß von Kränkung. Ja, wird dann immer gewarnt. Ja, Scheuer sprach von Klimakriminellen. Ja, Scheuer. Hauptsache, das Maul wackelt, ja. Also, so einfach. So einfach kann man es nicht machen, wird immer gewarnt, es könnte sich radikalisieren, diese ganze letzte Generation. Ja, wer weiß, ich meine, Kränkung ist immer ein starkes Motiv für extreme Handlungen, war es schon immer. Ja, kann man auch bei der RAF nachverfolgen, Kränkung war ein starkes Motiv und Kränkung ist immer ein starkes Motiv für extreme Handlungen, so oft in allen Lebensbereichen. Ich habe ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Aus Österreich, glaube ich, stammt das Beispiel. Da hat ein junger Mann, ein Lehrling, der hat seinem Meister mit einer Pistole ins Auge geschossen, der war tot. Und dann hat der junge Mann dem Gerichtspsychiater die Tat später erklärt mit den Worten, der hat mich nie gelobt. Reinste, feinste Kränkung. Also verstehen Sie meine Botschaft. Loben Sie in Zukunft. Loben Sie alles und jeden. Loben Sie die Kleber, wenn Sie im Stau stehen. Loben Sie, um Schlimmeres zu verhindern. Stellen Sie sich bitte vor, irgendwer hätte frühzeitig den jungen Adolf Hitler für seinen gemalten Postkartenschrott gelobt. Wenn man einer gesagt hätte, ey, Adi, genial, das ist dein Ding, mach nie mehr was anderes. Ja? Loben Sie. Loben Sie! Loben Sie einfach nur, um Schlimmeres zu verhindern. Aber das ist doch Unsinn, Herr Petzig. Ganz großer Unsinn. Nein, ich sage Ihnen mal eins. Zu viel Lob ist gar nicht gut. Ganz im Gegenteil. Man sollte gerade Kinder schon frühzeitig durch präzise und überraschend gesetzte Frustrationsattacken ein wenig abhärten, um ihnen zu einer gewissen Resilienz zu verhelfen. Ganz genau, da hat der Göbel recht, genau so ist es. Das Leben ist kein Tanzlokal. Und mich hat als Kind auch nie einer gelobt. Ich bin als Kind nie gelobt worden. Nie. Aber Hartmut, sag mal ehrlich, warum auch, wofür? Hä, was? Ich meine, Hartmut, bei aller Liebe, wofür hätte ich als Kind jemals jemand loben sollen? Sag mal, hast du einen Batsch oder was? Ach, Hartmut, schweigen Sie lieber. Bei Ihnen, Hartmut, da sieht man ja sowieso, wohin das alles geführt hat. Ich meine, Sie haben ja schon als Kind und Jugendlicher so manch krummes Ding gedreht. Freilich, und? Es ist super gelaufen. Ich bin nie erwischt worden, nie. Aber da hat niemand einer gelobt. Da hat niemand einer gesagt, hey, Hartmut, Wahnsinn, Hut ab, super. Schon das dritte neue Fahrrad in der Woche am Freibad mitgelassen. Weiter so. Ja, lach doch nicht so blöd. Da hätte ich mir auch mal ein wenig Wertschätzung gewünscht. Schon allein so mal meine Selbstwirksamkeit ein wenig zu erleben. Ja, so hat eben jeder sein Bäckle zu tragen. Also ich nicht. Ich hatte eine sehr, sehr glückliche Kindheit. Sie.
Ja, Dr. Göbel, sind Sie als Kind nicht vielleicht doch auch einmal geschlagen worden? Ja, selbstverständlich, täglich sogar, mit einer Haselnussrute, nicht? Allerdings aus dem eigenen, wirklich herrlichen Garten, nicht? Papa war ja auch ein großartiger Botaniker. Mei, wie kränkend es für Sie gewesen sein muss. Keineswegs, keineswegs. Jeder Hieb meines Vaters saß und jeder einzelne seiner Schläge war gerecht. Ach du Scheiße. Last Exit Stockholm-Syndrom. Was? Ja. Stockholm-Syndrom ist ein Fachbegriff aus der Psychologie. Man spricht von Stockholm-Syndrom, wenn die Unterdrückten den Unterdrücker plötzlich sympathisch finden. Also ich bin nie geschlagen worden. Nie, nie, nie. Mein Vater hat es einmal probiert. Da habe ich dem dermaßen eine geschallert, aber sowas von voll auf die 12. Hernach war Ruhe im Kartöngli. Also geschlagen worden bin ich von meiner Mutter eigentlich nicht. Das heißt doch, ich bin von meiner Mutter schon geschlagen worden. Täglich sogar. Allerdings nur mit Worten. Mit Worten, oh Gott. Mit Worten hat die mich dreimal täglich verdroschen. Was meine Mutter oft zu mir gesagt hat. Das war fast schon brutal. Ja, ja. Ihre Frau Mutter muss eine kluge Frau gewesen sein. Ne? Ich sage immer, eine gute Mutter sollte stets auch den Feind im Kinde erkennen. Das gehört zur mütterlichen Fürsorge, hören Sie mir auf. Mütterliche Fürsorge, die habe ich mehr als genossen. Immer dieser eine Satz von meiner Mutter, sieh nur zu. Sieh nur zu, dass du nicht vom Baum fällst. Sieh nur zu, dass du dich nicht schneidest. Sieh nur zu, dass du nicht daneben schießt mit deiner neuen Walter PPK. Ja. Großartig, genau das ist mütterliche Fürsorge eben. Ja, eben nicht. Weil natürlich bin ich immer vom Baum gefallen. Ich habe mich immer geschnitten und ich habe immer daneben geschossen. Aber ich schwöre euch, das wäre ohne diesen Satz von meiner Mutter, sieh nur zu, überhaupt nicht passiert. Irgendwann habe ich mir als Kind gar nichts mehr zugetraut. Die Lektion habe ich gelernt in meiner Kindheit. Bei Sätzen von Erwachsenen, die mit sieh nur zu beginnen, da steht am Ende des Satzes garantiert ein Notarzt im Kinderzimmer. Das ist vielleicht kränkend, also wenn ich das so höre, dann begreife ich wirklich, wie glücklich ich mich schätzen darf für meine eigene Kindheit. Ach, es war herrlich. Ach, ich erinnere mich noch gut, als mich mein Vater an meinem 10. Geburtstag in seine Studierstube einbestellte und feierlich erklärte, mein guter Roderich, erst durch... Moment, Moment, wie heißen Sie Roderich? Roderich, ich breche ab. Was für ein Scheißname, was für eine Kränkung, was für eine Kränkung. Sind Sie doch still, Herr Gott, noch mal. Also, als mein Vater feierlich erklärte, mein guter Roderich, erst durch Roderich, ich brunz mir gleich in die Kutte. Hey, da kannst dein Kind auch Gewürzgurke nennen oder Kornfresse. Ein Scheißname, ein verfickter Scheißname, eine Demütigung, eine Scheiße. Sind Sie doch endlich still, Herr Gott, doch mal. Und Sie auch da, was fällt Ihnen ein, hier ungehörig zu lachen? Mein Gott, was ist denn das bitte wieder für ein Publikum hier in diesem seltsamen Vorort von Wiesbaden. Herrgott, doch mal. Ja, ja, ja. Ja. Krakelt nur, ihr Frohsinnsnarren, nicht? Also. Stille jetzt. Also. Als mein Vater feierlich erklärte, mein guter Sohn, erst durch dich hat das schäbige Leben deiner Mutter einen Sinn erhalten. Herzlichen Dank, du darfst dich entfernen. Die heißen wirklich Roderich, oder? Ich meine, Roderich, so ein Name, das ist Kindsmisshandlung. Also am Namen, da gehört das Jugendamt informiert. Erstens das. Und zweitens, es ist nicht die Aufgabe von Kindern, dem Leben ihrer Eltern einen Sinn zu geben. Das sollte bis zum errechneten Geburtstermin halbwegs erledigt worden sein. Diese Aufgabe dann an die Kinder weiterzureichen, denen den armen Kröpfen es vor die Füße zu werfen, weil man selbst nicht in der Lage war, das ist eine Unverschämtheit. Roderich ist der Roderich. Die nennen ihr Bruder Roderich Göbel. Ihre Eltern, die haben sowas von einem Vollknall gehabt. Das gibt's ja gar nicht. Roderich, machen wir sowas. Warum gibt's fürs Rumvögeln eigentlich keinen Idiotentest? Gute Frage. Gut, sind Sie still? Ich lasse es nicht zu, dass Sie meine Eltern in dieser Weise beleidigen. Meine Eltern! Das waren durch und durch gute Menschen. Ja, Stockholm, schweigen Sie. Ach, Mama, Papa.
Mama, Papa. Niemals werde ich vergessen, wie ich immer als Kind am frühen Sonntagmorgen zu euch zum Kuscheln ins eheliche Stockbett geklettert bin. Aber immerhin, ich meine Körperlichkeit. Körperlichkeit, das hat es bei uns überhaupt nicht gegeben. Null, null. Mit meinem Vater war es einmal körperlich. Das war, wie ich ihn verdroschen habe. Das war im dritten Stock, da ist er dann vom Balkon gefallen und von dort aus direkt zur Fremdenlegion und weg war er, der Arsch. Mit meiner Mutter lief körperlich auch nichts. Das heißt, da lief schon was, aber nicht mit mir. Weil bei meiner Mutter lag ja immer der Onkel Herbert im Bett. Ne? Und der Onkel Herbert, das war ja gar kein Onkel, das war mehr so eine Art Nachbar, verstehst? Und wir haben ja viele Nachbarn gehabt, verstehst? Und die haben immer alle Herbert geheißen, verstehst? Und das war schon komisch, aber als Kind, ich hab's geklebt. Bitte, Hartmut, bitte, nein. Bitte verschonen Sie mich mit Ihrer unappetitlichen Familiengeschichte. Kunststückli, hat der Herbert immer gerufen, wenn ich von der Schule kam und er lag mit der Mama auf dem Küchentisch, hat immer gerufen, ich mach nur Kunststückli mit deiner Mutter. Und jetzt hau bloß ab, du Ratte. Bitte, nein, das will man nicht wissen. Nein, das will man wirklich nicht wissen. Will man nicht wissen. Wow, furchtbar, grauenhaft, furchtbar, oder? Ja, ja, schrecklich, ja, schrecklich, schrecklich. Ja. Schrecklich. Furchtbar. Aber jetzt fragen Sie sich ja wahrscheinlich sowieso, was bitteschön dieses ganze Kindheitsgequatsche hier soll und was das dann bitteschön am Ende noch mit womöglich politischem Kabarett zu tun hat. Ich aber behaupte, nichts ist politischer als eine Kindheit. Denn wo sonst als in der Kindheit entsteht dein Menschenbild? Wo sonst als in der Kindheit entsteht deine Menschenfreundlichkeit oder eben Menschenunfreundlichkeit? Und gerade auch die Beispiele für Letzteres sind außerordentlich zahlreich. Nehmen Sie nur mal die drei Massenmörder Mao, Stalin und Hitler. Diese drei Dreckskerle sind als kleine, süße Jungs, die sie mal irgendwann wohl gewesen sind, sind die von ihren Vätern verdroschen, gefoltert, gedemütigt worden, bis zum blutigen Atemstillstand. Was die drei erlebt haben, das willst du nicht wissen. Schönes Beispiel ist übrigens auch Saddam Hussein, der ehemalige Diktator vom Irak. Interessanter Fall, weil Saddam Hussein ist ohne Vater aufgewachsen, nur bei der Mutter. Allerdings hatte Saddam Husseins Mutter, die Frau Hussein, hatte auch so einen Onkel Herbert am Start. Und dieser Onkel Herbert Hussein hat den kleinen Saddam als Kind dann immer mit einem an der Spitze asphaltierten Holzstock auf den Schädel drauf gedroschen. Also schwere Kindsmisshandlung. Und jetzt halten Sie sich fest, dann hat Saddam Hussein später, als er Diktator vom Irak war, hat er genau diesen Onkel Herbert zum Bürgermeister von Bagdad gemacht. Verrückt, oder? Verrückt. Spricht sie nicht so an, das merke ich. Ne? Gut, näherliegendes Beispiel. Unser letzter deutscher Kaiser, Wilhelm II., Wilhelm II. Eine ärmere Sau als Kind kannst du dir nicht ausmalen. Bei dem hat nichts funktioniert, nichts hat geklappt. Der war gleiche Zangengeburt am Anfang, was damals kompliziert war. Und so ging es dann immer weiter. Orthopädische Schuhe hat er immer tragen müssen, Ohrensausen hat er gehabt, Gleichgewichtsstörungen hat er gehabt und auch ein etwas zu kurz geratenes linkes Ärmel, ganz kurzes linkes Ärmel hat er gehabt. Heute wird man sagen, oh, Handicap, Schwamm drüber, unwichtig, aber damals war es nicht unwichtig, weil er war der Thronfolger und alle haben ständig an ihm rumgezuzelt, an dem kleinen Kaiserkropf und der hat nie so sein dürfen, wie er wollte. Und dann ist ja der kleine Kaiser Wilhelm als Kind auch nur dauernd vom Pferd gefallen, ja? Wenn es bei dem überhaupt ein Pferd war und nicht der Mikro-Mini-Bonny, weil an ein richtiges Pferd war bei dem stimmt genauso wenig zu denken wie an Inklusion. Ja, und das für heutige moderne Eltern bezüglich ihrer Kinder oft so tröstliche Prädikat, hochbegabt, ja, das gab es ja im Kaiserreich noch gar nicht für die ganzen Gestörten. Ich sage Ihnen mal eins, so einer wie der Kaiser Wilhelm, der wäre heute mit 18 in Frührente und hätte morgens um 7 eine Dose Bitburger am kurzen Ärmel baumeln. Der Kaiser Wilhelm hat sich ja mal in einem sehr überraschenden Moment der Selbsterkenntnis, hat er sich ja tatsächlich mal selbst so beschrieben. So kommt es, dass ich absolut nichts empfinde, wo andere leiden. Es fehlt mir etwas, das andere haben. Alle Lyrik in mir ist tot. Ja klar, ne? Und wenn die Lyrik erst einmal tot ist, muss ich natürlich sofort den Ersten Weltkrieg vom Zaun brechen und Millionen Menschen den Weg der Lyrik gehen lassen. Und das alles nur, weil so ein kleiner degenerierter Kaiserstrolch als Kind zweimal zu oft vom Pony geplumpst ist. Das ist doch alles der Wahnsinn.
Das werden Sie womöglich einwenden, bellt sich, übertreib's nicht. Nicht jeder und jede mit schwerster Kindheit wird gleich Massenmörder oder Diktator. Das stimmt, vollkommen richtig. Andere fangen dann eine halbe Treppe tiefer an und werden erstmal US-Präsident. Ja, Lyndon B. Johnson, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Bush der Ältere, auch Bill Clinton, alles ehemalige US-Präsidenten mit schwerster Kindheit, die haben Brutalität erlebt, die sind verdroschen worden mit allem, was die Küche hergab, ja, grauenhaft, ja, grauenhafte, gewaltvolle Kindheiten, alle. Und jetzt ganz wichtige Zusatzinfo, Donald Trump, das ist mir ganz wichtig, Donald Trump ist nachweislich von seinen Eltern nicht körperlich misshandelt worden und das finde ich fei komisch, oder, oder? Wenn dann einer trotzdem so wird, hätte man ihn ruhig mal verdreschen können. Ne? So, eines ist jetzt aber wirklich wichtig. Eines ist jetzt wirklich wichtig. Ich habe eben ja darüber gesprochen, wie Kinder oft von ihren Eltern gekränkt werden. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Zur ganzen Wahrheit gehört, es werden nicht nur Kinder von ihren Eltern gekränkt, sondern oft genug auch Eltern von ihren Kindern. Beispiel, unser aller Mitmensch, der AfD-Ehrenvorsitzende und Halb-Anatole Alexander Gauland zum Beispiel. Der hat eine Tochter und die ist evangelische Pfarrerin in Hessen. Und die hat sich dort schon sehr engagiert für Geflüchtete, Toleranz, Menschenrechte, Nächstenliebe. Was für eine Kränkung muss das für Fatih Gauland sein. Und ich möchte hinzufügen, na hoffentlich, ja, und wie höchst bedauerlich finde ich es doch, dass Hitlers Rüstungsminister Albert Speer, verantwortlich für das Schicksal von Millionen von Zwangsarbeitern, dass dieser Albert Speer 1981 im Alter von 76 Jahren verstorben ist und dadurch nicht mehr miterleben konnte, wie nur 4 Jahre später seine Tochter Hilde als ziemlich rot-grüne Socke ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen ist. Was wäre der gekränkt gewesen, der Speer? Es ist doch wirklich ärgerlich, dieser scheinheilige Mistnazi, oder? Erst stirbt er 76 Jahre zu spät und am Ende dann doch 4 Jahre zu früh, ne? Was will man machen? Also, ärgerlich. Ärgerlich. Und wie maximal bedauerlich finde ich es, dass Hitlers Mann in Polen, Hans Frank, das war der Generalgouverneur von Polen, man nennt ihn auch den Schlechter von Polen, weil er Millionen von Menschenleben auf dem nicht vorhandenen Nazi-Gewissen hat. Wie maximal bedauerlich finde ich es, dass der Massenmörder Hans Frank nicht mehr das Buch seines Sohnes Niklas Frank lesen konnte, in dem Niklas Frank mit dem Vater abrechnet. Aber wie, sage ich Ihnen, aber wie? Das Buch ist inzwischen vergriffen, das kann man nicht mehr kaufen, ja? Kaufen! Das tut man nicht so, ihr Mainzer sprecht auch nicht immer so schlüsselfertig, ja? Also, das Buch ist vergriffen, aber ich habe es organisieren können. Und in diesem Buch mit dem Titel Der Vater, eine Abrechnung, beschreibt Niklas Frank auf Seite 13, wie er sich als Jugendlicher die Hinrichtung seines Vaters vorstellt und dabei onaniert. Boah, das ist hart, oder? Boah, ist das brutal. Oh. Und ich sehe es ihren Gesichtern an, wie unangenehm ihnen das ist, sich das anhören zu müssen. Und ich versichere ihnen, wie unangenehm es mir ist, es ihnen erzählen zu müssen. Aber es steht, warum schütteln Sie den Kopf? Es steht da drin, oder? Steht doch drin. Ja, er hat es geschrieben. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht furchtbar? Diese Vater-Sohn-Beziehung. Jetzt überlegen Sie doch mal, der Bub stellt sich vor, wie der Vater am Galgen baumelt und er macht hier füt, füt, füt. Das ist ja furchtbar. Nein, bitte. Stell dir mal vor, dein Sohn täte mal sowas über dich. Da müsste man aber mal mit dem Lehrer sprechen, gell? Was ist der Massenmörder Hans Frank dann doch irgendwie ein großer Glückspilz gewesen, dass er sofort nach den Nürnberger Prozessen gehängt worden ist und nur dadurch dann später bei der für ihn gewiss sehr kränkenden Buchvorstellung einigermaßen glaubhaft verhindert war. Ja, die Kindheit ist sehr politisch. Es gibt nichts Politischeres als eine Kindheit. Der deutsche Kinderarzt und Fachbuchautor Herbert Renz-Polster schreibt in einem seiner vielen lesenswerten Bücher, schreibt er dazu auch Folgendes. Das Familienklima von heute ist das politische Klima von morgen. Ja, so. Und wenn wir jetzt das Familienklima
der letzten Jahre anschaue, nicht nur, aber vielleicht mal besonders der Corona-Jahre, was Kinder in diesen Jahren haben aushalten müssen, ertragen müssen an Misshandlung, an Missbrauch und an vollständiger Missachtung ihrer Interessen durch diese Superstrategen, ja? Aber auch davor, danach, ach Gott, dann möchte ich mir das politische Klima von morgen schon überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber ehrlich gesagt möchte ich es mir sowieso manchmal nicht vorstellen. Ich habe ja vor einiger Zeit habe ich etwas gelesen über eine Studie der Universität Cambridge. Ja? Und diese Forscherinnen und Forscher haben Folgendes festgestellt. Es war eine globale Studie. Die haben festgestellt, mehr als die Hälfte der jungen Menschen unter 34 Jahre weltweit, ja, weltweit. Es war eine globale, seriöse, gut gemachte Studie. Mehr als die Hälfte der unter 34-Jährigen weltweit glaubt inzwischen nicht mehr an die Demokratie. Da, wo sie Demokratie erlebt haben, finden sie verzichtbar oder sind enttäuscht, halten nichts von Demokratie, finden Demokratie nicht alternativlos, können mit Demokratie als Ideal nichts mehr anfangen. Und nicht wenige von denen sympathisieren dann gerne mal mit irgendwelchen Autokraten oder Populisten. So. Und bevor Sie jetzt hier als älterer Mensch empört den Kopf schütteln und sagen, ihr Rotzlöffel, ihr Undankbaren, wie könnt ihr nur? Ja, da sitzt so ein junger Mensch. Wie heißt du da? Du, da? Nee, ja, du? Ines, ja? Ines, du Rotzlöffel, wie kannst du nur? Ja? Versetzen Sie sich doch erst einmal in so einen jungen Menschen rein. Pass mal auf, Ines. Ich bin jetzt mal, ich mache jetzt einen Perspektivwechsel. Ich bin ja ein großer Freund des Perspektivwechsels, ja, und nehme ja immer gerne die Perspektive anders denken ein. Ich nehme jetzt mal die Perspektive deiner Generation ein. Ich bin jetzt mal der Anwalt deiner Generation. Ines, ich bin jetzt mal dein Anwalt, ja. Schau nicht so misstrauisch, honorarfrei, ja. Also, wenn ich so ein junger Kerl wäre, dann würde ich zum Thema Demokratie den alten Säcken und Säckinnen, würde ich denen mal Folgendes sagen. Was habt ihr eigentlich immer mit Demokratie? Ist das ein Fetisch? Habe ich nicht das Recht, keine Demokratie zu wollen oder jedenfalls nicht das, was ihr dafür haltet? Welche Demokratie meint ihr eigentlich, die es gerade jetzt so vehement zu verteidigen gilt? Meint ihr die US-amerikanische Demokratie, in der ein paar hundert Milliardäre den Demokratiezirkus finanzieren, Themen und Richtungen vorgeben? Eine Demokratie, in der vielerorts alle nicht weißen Menschen mit Systemen daran gehindert werden sollen, ihre Stimme überhaupt erst abzugeben? Meint ihr das? Oder meint ihr die französische Demokratie, in der die immer gleichen Eliten aus den immer gleichen Elite-Hochschulen den Demokratiekuchen weitgehend unter sich aufteilen und sich jetzt verwundert die Äuglein reiben, das gelbe Westen herumhängen und die Vorstädte brennen? Oder meint ihr die englische Demokratie, in der der Unterschied zwischen Arm und Reich inzwischen so brutal, so extrem und so existenziell für viele ist, dass selbst englische Großbanken sagen, das darf so nicht sein, Banken, die vor einem Bürgerkrieg in England warnen? Oder meint ihr die griechische Demokratie, Griechenland, die Wiege der europäischen Demokratie, wo die Herrschaft des Volkes längst ersetzt worden ist von einer Herrschaft der Kleptokraten, die uns als Zeichen ihres außerordentlichen Selbstbewusstseins auch noch die mutmaßlich hochkorrupte Sozialdemokratin Eva Kaili ins Europaparlament gepflanzt haben? Oder meint ihr die unauffällige, kaum beachtete kleine Schweizer Demokratie, in der nach dem demokratisch beschlossenen Schweizer Bankengesetz Schweizer Journalisten recht schnell in den Schweizer Knast wandern können, wenn sie ihr Schweizer Näschen etwas zu tief in den Schweizer Bankensumpf stecken? Meint ihr das? Oder reden wir über Italien? Italien, ein Land, in dem sich nach 77 Jahren und 69 Regierungen, ich wiederhole das nochmal, damit es besser auf der Zunge zergeht. Ein Land also, in dem sich nach 77 Jahren und 69 Regierungen nun ausgerechnet die Mafia als das stabilste Element der italienischen Gesellschaft erweist? Oder reden wir über die deutsche Demokratie, in der wie sonst kaum woanders der Klang deines Nachnamens, die geografische Herkunft deiner Eltern oder sogar Großeltern maßgeblich darüber mitentscheiden, welche Chancen und welche Möglichkeiten diese Demokratie und ihre Demokraten bereit sind, dir einzuräumen?
Aber egal, über welche Demokratie ihr sprecht immer über die gleichen Demokratien. Demokratien, die seit Jahrzehnten ohne Skrupel, ohne Bedenken und ohne Weitsicht auch noch die widerwärtigsten, menschenverachtendsten Öl- und Gasdiktaturen am Laufen gehalten haben, damit es eben bei ihnen läuft. Seid doch mal ehrlich, ihr Kinder der Zeitenwende. Ihr wisst doch selbst nicht, ob das in Zukunft noch funktionieren wird. Demokratie ohne ständig wachsenden Wohlstand und Wohlstand in unserer freien Welt, ohne Knechtschaft und Zerstörung in der unfreien Welt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Eine Diktatur ist nicht besser, die ist nicht besser. Nein, nur, wenn sie will, schneller, viel schneller. Wenn die Kommunistische Partei Chinas morgen befiehlt, die Plastiktüte muss weg, dann ist die übermorgen weg. Wenn einer die Hand hebt und sagt, ich bin dagegen, dann ist der auch weg. Dann gehen zwei frische uigurische Nieren in den Export. Ja, das ist krass, das ist brutal. Aber wenn ihr das so krass und brutal findet, warum haben dann immer noch so viele eurer deutschen demokratischen Top-Manager ihren Zweitwohnsitz im Enddarm des chinesischen Präsidenten? Weil sie liefern, die Chinesen, uns den Wohlstand liefern und weil wir sie brauchen, die Chinesen, und weil sie Arbeitsplätze sichern, hier in Deutschland 1 Million Arbeitsplätze sichern und weil sie schnell sein können, die Chinesen, so schnell, so schnell. In China, da bauen sie in 4.000 bis 5.000 Meter Höhe, da bauen sie 1100 Kilometer Bahngleise in einer Bauzeit von 5 Jahren. In Stuttgart bauen sie 60 Kilometer Bahngleise in einer Bauzeit von 25 Jahren. Vielleicht. Ja, ich weiß, unfairer Vergleich. Demokratischer Rechtsstaat. Wenn hier ein Juchtenkäfer auftaucht, gibt's Baustopp. Wenn ein China auftaucht, gibt's Suppe. Sorry, Leute, ich will Suppe, ja? Ja, ja, ich weiß. Ihr kommt mir jetzt mit Demokratie und dem Wert der Meinungsfreiheit. Nur, was habe ich eigentlich von Meinungsfreiheit, wenn ich mir in diesem Land keine Wohnung mehr leisten kann, weder zu mieten, geschweige denn zu kaufen? Ich darf meine Empörung darüber öffentlich äußern, vielen Dank auch, nur danach wohne ich immer noch nicht. Ich brauche eure Argumente nicht. Argumente habe ich selber massenhaft. Was ich brauche, das ist eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung. 50 bis 70 Quadratmeter, Südlage, mit Balkon, in München-Schwabing, für 300 Euro warm. So. So. Demokratie. Demokratie. Du große alte Dame der guten Absichten. Ich möchte den Glauben an dich und die Hoffnung auf dich niemals aufgeben, werde ich auch nicht. Aber Demokratie, ich flehe dich an. Werde gerechter, konsequenter, durchschaubarer, wehrhafter und vielleicht bei Gelegenheit auch ein wenig repräsentativer. Ja. Also ich weiß ja nicht, was mit repräsentativer Demokratie gemeint ist, aber ich kann keine repräsentative, also wann ist die Demokratie wirklich repräsentativ? Beispiel Frauen. Frauen bilden die Hälfte der Weltbevölkerung, was sich in keinem Parlament dieser Welt, sei es demokratisch, sei es nordkoreanisch, wirklich widerspiegelt. Das alles passt sehr gut zur Geschichte des weiblichen Geschlechts, denn die Geschichte des weiblichen Geschlechts ist sowieso eine einzige Kränkungsgeschichte. Und diese Kränkungsgeschichte beginnt mit der Sesshaftwerdung des Menschen, denn bis dahin waren die Jäger und Sammler, eben sehr oft auch Jägerinnen und Sammlerinnen, bis Wüstenrot kam, beziehungsweise das Eichenheim. Und das Eichenheim, meine Dame, das wurde für euch zur Falle. Ja, weil ab jetzt wart ihr Teil des Mobiliars, ein besserer Hocker, und wurde damit Besitz eines Mannes. So, das Ganze passiert im Neolithikum wohl, das ist sehr lange her, seitdem hat sich viel verändert, nur nicht für die Frauen.
Für die Frauen ist sehr vieles gleich geblieben. Armut, Analphabetismus betrifft alle Geschlechter, aber Frauen in viel höherem Maße. Die UNO sagt, Armut ist weiblich. Das Armutsrisiko für eine Frau in Deutschland ist um ein Vielfaches höher als für jeden Mann. Über Alleinerziehende müssen wir schon gar nicht sprechen. Ja? Dann Menschenhandel, Sklaverei betrifft Jungs und Männer auch, aber Frauen in viel, viel höherem Maße. Dann, was habe ich noch? 70% der Opfer häuslicher Gewalt weltweit sind Frauen, 90% der Täter sind Männer. Naja, und so, Sie wissen es selber, Sie sind ein informiertes Publikum, es gibt noch 1000 Beispiele. Es tut sich was auch bei uns, auch in Mitteleuropa, in Deutschland tut sich was. Man sieht es ja auch an dieser ganzen MeToo-Debatte. Die MeToo-Debatte, richtig wichtig, auch wenn ich das Wort wirklich nicht schön aussprechen kann, das gebe ich zu. Und man sieht es aber auch an der ganzen Diskussion um geschlechtergerechte Sprache, Gendern. Ja, genau, da kommt man, ja, kommt man. Ist mir klar. Ich sage was zum Gendern, obwohl es ja gefährliches Terrain ist. Ich sage was zum Gendern. Und zwar folgendes. Erstens, ich glaube ja schon, Sprache formt das Denken und es kann nicht grundverkehrt sein, mal darüber nachzudenken, ob man durch Sprache jemanden vergisst, ausgrenzt oder womöglich diskriminiert. Zweitens, Sprache hat sich immer verändert, die hat immer gelebt, natürlich. Auch die Genderei, selbst in ihrer sperrigsten, unschönsten Form, ist keinesfalls das Ende der schönen deutschen Sprache oder des christlichen deutschen Abendlandes. Drittens, Drittens bin ich jederzeit bereit zuzugeben, dass durch die Genderei Sprache nicht immer unbedingt logischer, ansprechender, schöner oder einfacher wird. Erst recht nicht bei drei Geschlechtern. Männlich, weiblich, divers. Entschuldigen Sie, das macht es manchmal ein wenig kompliziert. Ja, für mich, sage ich Ihnen, ist es manchmal sehr kompliziert. Für mich als schreibender Mensch, ich bin ja hauptsächlich ein schreibender Mensch, ich bin ja wirklich keiner, der viel redet. Ne? Da habe ich manchmal schon, denke mir, oh, wie werde ich dem gerecht? Ich meine, klar, in England zum Beispiel, in England gibt es jetzt Geburtskliniken, die sprechen nicht mehr von Mutter und Vater, sondern von gebärendem und nicht gebärendem Elternteil. Die sprechen auch nicht mehr von Muttermilch, sondern von menschlicher Milch. Bitte, ich bin Stoiker, ich reg mich da nicht auf. Ich sage, bitte, wer so reden will, auf geht's, wenn es dem Frohsinn dient. Natürlich, ne? Nur ich, Erwin Pelzig, der kleine graue Kiesel am Wegesrand einer beginnenden Vergangenheit. Ja, es ist so und es ist auch gut so. Ich habe nicht die Absicht, mich von irgendwem teeren und federn zu lassen, wenn ich manchmal noch Mama und Papa sage. Jetzt, bitte Leute, rüstet alle mal ein wenig ab. Diese Militanz, auch bei den Gendergegnern, das regt mich auch auf, diese Militanz, dieses Gejaule. Die Genderei ist das Ende der deutschen Sprache. Der Zapfhahn muss ein Zapfhahn bleiben, er ist keine Henne. Bitte. Ey, wissen Sie, was ich hinter solchen Pseudo-Argumenten manchmal vermute? Gekränkte Männlichkeit. Ja, gekränkte Männlichkeit. Und ich bin kein Mensch, der Prophezeiungen anstellt, aber eine Prophezeiung wage ich. Die gekränkte Männlichkeit, die wird uns bei all diesen Transformationsprozessen der nächsten Jahrzehnte, wird uns gekränkte Männlichkeit ständig als wenig hilfreicher Begleiter zur Seite stehen. Das garantiere ich Ihnen. Gekränkte Männlichkeit. Der AfD-Chefideologe und Rechtsextremist Björn Höcke, der hat sich einmal zu diesem Thema auch sehr klar geäußert, nämlich so. Wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Tut mir, ich hab's zu Hause ausprobiert. Es steht mir nicht. Es liegt mir nicht. Ja? Nein, aber gekränkte Männlichkeit, was sie anrichten will. Hey, das wissen ja Terrorismusforscher auch schon seit längerer Zeit. Das Motiv fast aller islamistischen und sonstigen Selbstmordattentäter-Vollidioten ist fast immer im Kern die zumeist gekränkte Männlichkeit der meistens männlichen Täter. Ist es nicht der Wahnsinn? Die morden wegen, also ich habe ja nie ganz begriffen, warum jemand überhaupt Selbstmordattentäter werden will. Ich habe immer gedacht, ja, das ist Faulheit von den Schwachköpfen. Faulheit, weil die denken, Selbstmordattentäter, geiler Beruf, hast du kurze Lehrzeit, musst aber auch nicht ewig arbeiten. Ja? Nein, nein, nein.
Es ist gekränkte Männlichkeit. Ich kriege Ekel vor Männern. Ich kriege Angst vor Männern. Wer sind denn die Kriegstreiber auf dieser Welt schon immer fast ausschließlich gewesen? Männer. Wer setzt Vergewaltigung als Kriegstaktik ein? Das sind nicht die Frauen, es sind Männer. Wer sind die 10% Überreichen auf der Welt, die sich 80% des Weltvermögens unter den Nagel gerissen haben? Es sind Männer. Ich habe mal irgendwann so eine Liste gesehen mit den 100 reichsten Menschen der Welt. Da waren fast nur Männer drauf, auf Platz 1 ewig. Dieser Halbpsychopath Elon Musk, ja, ist dann mal irgendwann auf Platz 2 abgerutscht. Ich hätte schon fast gespendet, ja. Und dann aber ist er wieder auf Platz 1 rauf, ja. Elon Musk, Vermögen 243 Milliarden Euro, dann Platz 2, 3, 4, 5, 6, Männer. Erst auf Platz 14 auf dieser Liste, auf Platz 15, kam dann mal eine Frau, eine Französin mit einem geschätzten Vermögen von 70 Milliarden. Da sehen Sie es, die Frau auf Platz 15 hat 70 Milliarden, der Musk auf Platz 1 hat 240 Milliarden. Da sehen Sie es doch, Frauen verdienen oft auch viel schlechter, gell? Und wer sind die Oligarchen, die wir jagen? Ja, sind es Oligarchinnen? Nein, es sind Männer, Oligarchen mit ihren Yachten. Ich habe auch noch eine andere Liste mal gefunden mit den 100 längsten, teuersten Super-Luxus-Yachten der Welt. 98 dieser Yachten gehörten auf der Liste Männern und nur 2 Yachten gehörten Frauen. Und das vermutlich auch nur aus steuerlichen Gründen. Sag mal, kann mir mal einer erklären, was diese reichen Säcke immer mit ihren Yachten, meine ist 189 Meter, meine wird 190 Meter, und dann fliegen sie mir an die Côte d'Azur mit ihren privaten Jets, fliegen sie an die Côte d'Azur, da steigen sie aus, dann steigen sie um in eine Stretch-Limousine, und dann fahren sie zu ihren Yachten, man ahnt doch, was diese Kurzbimmel alles kompensieren müssen. Mann, ey, Mann. Entschuldigung, ich bin jetzt ein wenig emotional geworden. Es gibt schlechte Presse. Dabei habe ich ja selbst eine Yacht. Nein, Bötle. Nein, aber Männer ekeln mich manchmal an und dann tun sie mir plötzlich manchmal auch leid. Ja. Vor allem diese weißen alten Männer, von denen immer geredet wird. Die weißen alten Männer. Die schuld sind, seit Jahrhunderten privilegiert. Ihr habt's an die Wand gefahren und jetzt sollen sie sich zurückziehen, daheim in ihr Wohnzimmer setzen, Rollladen runter und stumm abwarten, bis der letzte Schnapperer sie endlich in die Hodenhölle holt. Entschuldigen Sie mal, das geht doch auch nicht, oder? Was soll denn da so ein alter Silberrücken denken? Wenn er jetzt hier mit nachneuert die Titanhüfte, High-End-Hörgerät in jedem Ohr, frisch operierten grauen Star und vielen blauen Pillen in der Jack Wolfskin-Gürteltasche auf seinem Pedelec sitzt und jetzt im Zwergerl bunten, aber überflüssigerweise doch sehr körperbetonten Biker-Shirt in seinen vierten Frühling hineinradeln will und jetzt von der Gesellschaft die Ansage erhält, hey Oppi, lass steck, bleib hock, halt's Maul. Nein, das ist schon kränkend für einen alten Mann. Ja, schau nicht so böse. Übrigens, wenn Sie jemanden als alten Mann bezeichnen, fällt mir gerade ein, das ist keine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung, das wurde geklärt 2016 vom Oberlandesgericht Hamm. Ja? Und wo wir schon dabei sind, eine Frau können Sie jederzeit und völlig bedenkenlos eine Trulla nennen. Ja, Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht 2020. Hey, ich dürf Trulla zu dir sagen. Hey Leute. Leben wir nicht in einem großartigen Staatswesen, in dem sich das höchste deutsche Gericht allen Ernstes die Zeit nimmt, auch solche Fragen zu klären? Hm? Ja. Oder? Trulla. Ja,
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe genießt ja immer noch allerhöchstes Ansehen in der Bevölkerung. Dabei haben seit der Gründung dieses Gerichts im Jahr 51, seitdem haben dort 94 Männer und nur 22 Frauen Recht gesprochen. Und dass es überhaupt 22 Frauen geworden sind, liegt an der eher jüngeren Vergangenheit. Erst seit relativ kurzer Zeit ist das höchste deutsche Gericht paritätisch besetzt mit gleich vielen Richterinnen und Richtern. Ja, seit kürzerer Zeit. Jahrzehntelang war das Verfassungsgericht in Karlsruhe ein absolut männliches Gericht, höchste deutsche Rechtsprechung aus männlicher Perspektive. Ja. So, wie ich mich damit beschäftigt habe, ich war ein wenig überrascht, wirklich, weil ich war überrascht. Denn ich dachte immer, Justitia, die berühmte Figur Justitia, dachte ich immer, das ist eine Frau. Dachte ich, war mir sicher, das ist eine Frau, das ist eine Frau, doch immer. Aber mein Nachbar, der Lutz sagt, nee, sagt er, das kann nicht sein, sagt der Lutz, weil der Lutz sagt, die Waage, die Justiz ja immer in der Hand hält, das wäre ja schließlich keine Küchenwaage. Ne? Und, ja, Moment mal, hey, ich spüre jetzt hier also eine gewisse Empörung der politisch Korrekten. Ja, muss ich Sie fragen, dürfen wir jetzt keine Idioten mehr zitieren, um zu zeigen, dass es Idioten gibt? Dann müssen Sie jetzt sehr tapfer sein, sehr tapfer, denn jetzt kommt ein Zitat von Silvio Berlusconi, dem in diesem Juni leider viel zu spät verstorbenen ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten. Ja? Und Berlusconi, der Schutzpatron aller Populisten und Politdumpfbacken, hat ja viel mit Justitia zu tun, aber nicht Bunga Bunga, sondern richtig. Und Berlusconi hat zum Thema Justiz und Justitia mal Folgendes gesagt. Jetzt reicht's, ich habe wirklich die Nase voll, aber richtig. Nee, das, Entschuldigung, das hätte er sagen können, aber das ist nicht das Zitat, das ist ein Irrtum. Ich weiß nicht, da ist meiner Kollegin da oben wahrscheinlich wieder mal der falsche Zettel in den Stapel gerutscht. Kollegin, bitte Konzentration jetzt. Das ist wichtig. Bitte das richtige Zitat raussuchen und dann sagen, was hat Berlusconi bitte gesagt? Weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht, aber ich sage Ihnen jetzt was. Hey. Schon das letzte Zitat war eine Zumutung. Hey, was soll das? Sie können hier nicht sich auskriegen. Sorry. Ich lasse mich hier nicht für Ihr antiquiertes Humorverständnis benutzen. Lesen Sie Ihren Kram ab jetzt gefälligst selber vor, ja? Hallo, hallo, was geht denn hier ab? Sag mal, Zwergenaufstand oder was? Hä? Sag mal, Mädel, habe ich vielleicht gerade Null gewählt oder was? Hä? Nein, Schluss jetzt. Ich ertrage es einfach nicht mehr. Ja, was denn bitte schön? Hey, seit Hunderten von Jahren wird mir die Welt von weißen Männern wie Ihnen erklärt. Sie, das habe ich doch thematisch schon abgedeckt. Das müssen Sie doch überhaupt nicht mehr jetzt bringen. Was soll das hier? Sprechen Sie nicht über Frauen. Mit Frauen. Ja, sehr gerne, falls ich mal zu Wort komme. Ja, wahnsinnig komisch. Verdammt noch mal, wen haben Sie mich heute Abend alles lesen lassen? Ja, was? Seneca, Nicolas Chamfort, Augustinus, nur Männer. Ja, nein. Also ja, aber vor allem nur Geistesgrößen, alles Geistesgrößen, die muss man doch anhören. Sie checken es wirklich nicht, oder? Entschuldigen Sie, ja, was denn bitte? Wo sind die Frauen in Ihrer Welt, Herr Pelzig? Hören Sie doch auf, das ist doch jetzt total ungerecht. Ich habe keine Lust mehr, die Vorlesepuppe zu sein für Typen wie Sie, die unter Ihrem idiotischen Hut in Wirklichkeit nicht das geringste Interesse an einer anderen, an einer mutigen, an einer weiblichen Perspektive haben. Ja, und jetzt reicht's mal, ja? Was maßt du dir eigentlich an, du eierloser, fränkischer Konsonantenschänder? Irgendwie hat sie ja recht. Ne? Es stimmt ja. Es stimmt ja alles. Außer eierlos. Aber es stimmt, ich rekapituliere es gerade. Ich habe den ganzen Abend tatsächlich nur Männer zitiert. Ich habe es nicht gemerkt. Hat es die Drulla gemerkt? Ah, nicht.
Wie kommt das? Ist das komisch? Ich zitiere nur Männer und ich merk's nicht einmal. Und wieso dann eigentlich nur Männer? Belze, ich mach dich locker. Das ist doch nicht deine Schuld, wenn den Weibern nichts Gescheites einfällt. Naja, eben. Naja, eben. Nicht? Und hören Sie mal, hier, oft sind es ja gerade die Frauen selbst, die gar nicht so proaktiv nach vorne streben und unbedingt gehört werden wollen. Die Frauen selbst, genau, die wollen gar nicht. Die maulen immer laut rum, so wie hier auch so ein paar Krawallschachteln, aber die wollen gar nicht. Sehen Sie, ich zum Beispiel. Ich habe meine Frau Irmel. Ich habe meine Irmel in diesen 43 Ehejahren. Ich habe sie stets aufrichtig ermuntert, doch nur einmal etwas Gescheites zu sagen. Aber was soll ich tun, wenn dieses Schafsköpfchen nicht will? Nein, nein, nein. Sie hat doch recht. Wie lange stehen wir schon auf der Bühne? Bald 30 Jahre. Könnte es sein, dass wir gesehen haben, dass dieses Geschäftsmodell, drei weiße alte Männer sitzen auf der Bühne und reden schlau daher, dass sich das erledigt hat und dass es Zeit wird, mit Größe abzutreten und die Bühne zu räumen und anderen zu überlassen. Ja, den Frauen zu überlassen. Niemals, niemals kampflos. Jetzt mal eine glasklare Ansage, Ladies. Wer Krieg will, Krieg. Wer Krieg will, Krieg. Ach, scheiß doch drauf, ey. Ey, ich kann's nicht mehr hören, ey. Nur noch gegen die Männer. Aber ich sag mal, das ist eine Verschwörung gegen die Männer. Und ich weiß auch ganz genau, was dahinter steckt. Das ist eine große Nummer. Das ist eine Verschwörung. Ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß es aus sicherer Quelle. Der Lutz hat's mir erklärt, ne? Die Wahrheit ist folgende. Schon die Mutter von Bill Gates wollte, Hartmut, halt die Klappe. Sie hat doch recht. Der Blick auf die Welt heute Abend ist doch jetzt wieder nur männlich. Wo ist der Blick von Frauen? Oder von diversen? Hä, was, wer, von wem? Wie bitte? Diverse. Non-binär. Non was? Non wie? Es ist zwecklos mit euch, aber es zeigt nur, die Zeit des weißen alten Mannes, ja, die ist wahrscheinlich wirklich vorüber. Das klebst aber wirklich nur du. Und ich sage jetzt mal die Wahrheit, die ist mich folgende. Schon die Mutter von Bill Gates. Du sollst die Klappe halten, ja. Immer soll ich die Klappe halten. Ich kann es nicht mehr hören. Immer der weiße alte Mann. Was ist mit der weißen alten Frau? Hä? Von der redet keiner. Ja, natürlich nicht. Warum auch? Die weiße alte Frau, die war noch nie ein Problem. Und es sagt er nach 16 Jahren Merkel. Nehmen Sie es nicht persönlich, Hartmut, aber da muss ich Ihnen jetzt wirklich mal recht geben. Sixtus Belzig, der Roderich gibt mir recht. Roderich, ich schiff gleich auf den Tisch. Sind Sie doch stiller Gott noch mal. Oder diese Frau von der Leyen, nicht? Eine unmögliche Person. Ach, die, hör mir auf mit derer. Alles hat die schon immer an die Wand gefahren. Erst die Familien, hernach die Bundeswehr. Und dann haben mir die McKinsey-Fuzzis wahrscheinlich eingeflüstert, hey, Oschillein, jetzt wartet nur noch Europa auf deinen Todesstoß. Ja. Und niemand hat sie jemals für irgendetwas zur Verantwortung gezogen. Diese Brüsseler Zementfrisur. Moment, das ist wieder typisch. Wenn es um Frauen in der Politik geht, dann geht es sofort ausschließlich um Frisuren, um Mundwinkel und um Hosenanzüge. Ja? Aber wenn ich mal daran erinnern darf, über den sagenhaften Liebreiz eines Herrn Peter Altmaier, darüber wurde nie gesprochen. Ja. Oder. Diese Lambrecht, Christine Lambrecht, die war ja wohl der Totalausfall. Bei derer möchte ich mal wissen, wie hoch die genetische Übereinstimmung mit einer Banane ist. Schätze mal, 80-90%. Hartmut, das lasse ich nicht zu. Ja, ich sage ja nichts. Die Lambrecht, das ist eine Frau, natürlich. Aber ansonsten ist sie genauso wie alle anderen auch. Bescheuert, weiß und alt. Hartmut, ich lasse es nicht zu, dass du die ehemalige zurückgetretene Bundesverteidigungsministerin Dr. Christine Lambrecht, die in schwieriger Zeit einen sehr undankbaren Job zu erledigen hatte, dass du der jetzt noch Dreck hinterherwirfst und sie mit einer justiziablen Wortwahl belegst. Justiziable Wortwahl, das lasse ich nicht zu. Und alt ist diese Trulla ja wirklich nicht. Da dürfe ich aber nichts mehr sagen, als Mann schon gleich gar nicht. Aber ich sage euch, das ist ein System und das ist Verschwörung. Und ich weiß auch, was dahinter steckt. Die Wahrheit ist nämlich folgende. Schon die Mutter von Bill Gates. Du sollst nicht klappen. Du lässt mich jetzt ausreden. So, Kameraden.
Und jetzt mal hinkört und Mut zur Wahrheit, ja? Schon die Mutter von Bill Gates wollte Männer unfruchtbar machen mit Kokosnüssen. Hartmut. Hartmut, es ist unsächlich, was Sie hier verbreiten. Unsächlich. Das weiß doch nun wirklich jeder, dass es der Vater mit Bananen war. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich will nimmer. Ich will nimmer. Wow. Ich will mit den beiden nichts mehr zu schaffen haben. Dabei hätte ich mich eigentlich mit den beiden noch ganz gern unterhalten über die vielleicht allergrößte Kränkung des Menschen, nämlich des Menschen Sterblichkeit. Doch, ich glaube wirklich, der Tod ist die größte Kränkung für alle Menschen oder sagen wir mal für fast alle Menschen. Es gibt auch Menschen, die es anders sehen, zum Beispiel die aus Nicaragua stammende, also die nicaraguensische, großartige Schriftstellerin Gioconda Belli. Und Gioconda Belli schreibt in ihrer Autobiografie dazu nämlich Folgendes. Ach so, die hat ja gekündigt, gut. Mach ich selber. Gioconda Belli schreibt, schlimmer als zu sterben ist, nicht zu wissen, wofür du lebst. Schöner Satz, ja, wird auch nicht trösten jeden, denn der Tod ist eine große Kränkung. Allerdings, das wird nicht mehr lange so bleiben, denn, meine Damen und Herren, nicht nur die Visionäre des Silicon Valley, auch andere prophezeien uns, dass wir als Menschheit gerade an einer Schwelle stehen, und zwar an der Schwelle zur menschlichen Unsterblichkeit. Ja, menschliche Unsterblichkeit rückt in greifbare Nähe, die wahrscheinlichste Möglichkeit momentan die digitale Unsterblichkeit. Digitale Unsterblichkeit würde man erreichen durch Mind-Uploading. Beim Mind-Uploading würde der gesamte Inhalt deines Gehirns in Bits umgewandelt, in Bits. Und das könnte dann, würde dann auf ein externes Speichermedium übertragen werden können, zum Beispiel in die Cloud. Und das könnte dann von dort aus jederzeit wieder zurückübertragen werden in einen jungen, frischen Körper, den du dir vielleicht noch auf dem Sterbebett in einem Katalog aus dem großen Heer der nutzlosen Menschen herausgefischt hast. Ja, ich weiß, bei Mind-Uploading würden nicht nur Intelligenz und Wissen unsterblich werden, sondern auch das Gegenteil, Dummheit, Einfalt, Niedertracht. Aber als Stoiker möchte ich einwenden, das stirbt sowieso nicht aus. Und wie sagt ein afghanisches Sprichwort, die Mutter der Dummen ist immer schwanger, ja? Also, ja, ja. Aber das Problem ist natürlich, die digitale Unsterblichkeit könnte auch von Menschen angestrebt werden, wo ich persönlich es keinesfalls begrüßen würde. Und deswegen erhebet euch und lasset uns beten, dass Mitmenschen wie Alfred Sauter, Georg Nüßlein oder Andrea Tandler, Mitmenschen, die diese zurückliegende Pandemie, in der wir alle ordentlich federn lassen mussten, diese Menschen, die Pandemie aber dazu genutzt haben, um sich mit Maskendeals Millionen von Provisionseuros in die eigenen Taschen zu schaufeln, Menschen also, die nicht begreifen wollen, dass es einen Unterschied gibt zwischen legal und legitim, dass also solche verachtenswerten, ekelhaften, klebrig miesen menschlichen Existenzen und alle anderen Knalltüten dieser Welt niemals die schlechte Idee haben mögen, ihr durch und durch verkommenes, verrottetes, faulig stinkendes Bewusstsein für immer in der Cloud abzulegen. Amen. So, das musste sein. Ja. Unsterblichkeit. Also Unsterblichkeit in welcher Form auch immer, die wird es geben, ja? Und gerade bei der digitalen Unsterblichkeit wird natürlich ein Faktor eine große Rolle spielen, den wir benötigen, nämlich die künstliche Intelligenz, KI, künstliche Intelligenz. Davon ist gerade sehr viel die Rede. Es gibt da rasende Fortschritte. Interessant finde ich, dass sich viele der Pioniere der KI-Forschung gerade von dem Projekt verabschieden und sagen, das ist alles Teufelsbrut. KI ist womöglich das Ende der Menschheit, garantiert aber das Ende jeder Demokratie. Und zwar aus dem einfachen Grund, schon sehr bald, sehr, sehr bald, wird überhaupt keiner von uns mehr in der Lage sein, die gefälschten Bilder, Texte und Videos von den nicht gefälschten zu unterscheiden. Wir werden es nicht mehr unterscheiden können, wenn überhaupt noch irgendwelche Spezialisten und die dann auch nicht mehr. Naja, und dann ist nichts mehr wahr. Und wenn alles falsch sein kann, ist eben nichts mehr wahr. Und wenn niemand mehr was glaubt,
weil alles falsch sein kann. Wie soll da eine Demokratie funktionieren? Und deswegen ist KI natürlich der Traum aller Kims, Pings, Pus und Putins dieser Welt. Ja. Andererseits denke ich mir dann wieder, ich möchte nicht auch gleich wieder so dagegen sein. Ich möchte nicht gleich wieder so dagegen sein. Ja, es ist ja auch eine Chance, gerade für die Jüngeren, eine Chance. Ja, der ältere Mensch neigt dazu, oft technische Revolutionen oder Innovationen erstmal abzulehnen. Das ist normal, das ist total normal. Das war schon immer so, immer so. Als in Paris im 17. Jahrhundert die Straßenbeleuchtung eingeführt worden ist, wurden die Laternenmasten reihenweise umgenietet. Wahrscheinlich von Leuten wie mir. Von Leuten wie mir. Braucht man nicht, wollen wir nicht. Ich lasse mich doch nicht überwachen in der Nacht. Und so war es bei jeder technischen Revolution und Innovation. Ja, ob es das Auto war, das Internet, Computer, Handy, Mail. Und meistens sind es ältere Menschen, die es ablehnen, weil der ältere Mensch halt irgendwann glaubt, die Welt muss ab jetzt so bleiben, wie sie ist. Und dass überhaupt kein Gerät mehr Tasten haben sollte als ein Kassettenrekorder von 1973. Aber das ist falsch und egoistisch. Denn jede technische Revolution und Innovation ist erstmal eine Chance für die Jungen, für die ganz Jungen. Und die werden verdammt viele Hilfsmittel brauchen, um all die Probleme zu lösen, die wir ihnen hinterlassen haben. Ja? Also man sollte da vorsichtig sein mit der Ablehnung. Die deutsche Fachbuchautorin Katrin Passig, die schreibt in ihrem sehr lesenswerten Buch Standardsituationen der Technologiekritik, schreibt Frau Passig Folgendes. Wer zeitlebens an den jungen Jahren von der weltgebildeten Vorstellung festhält, entwickelt das geistige Äquivalent zu einer Drüberkämmerfrisur. Was für einen selbst noch fast wie früher ausschaut, sind für die Umstehenden doch nur drei über die Glatze gelegte Haare. Ja. Bleiben wir offen. Bleiben wir offen. Bleiben wir lieber offen. Ja, vielleicht bedeutet künstliche Intelligenz irgendwann das Ende des Homo sapiens. Nämlich dann, wenn wir unser Alleinstellungsmerkmal, unseren flinken, wachen Verstand, unsere kognitive Überlegenheit gegenüber der KI eingebüßt haben. Und das wäre das Ende des Homo sapiens. Und das wäre in der Tat die große Kränkung der Zukunft. Aber ich sage mal, und selbst wenn, dann müssen wir uns etwas Neues überlegen, was uns einmalig macht und was es rechtfertigt, dass wir diese eigentlich so fantastische Welt mit unserer klebrigen, destruktiven, miesen Anwesenheit dauernd belästigen. Und wenn es nicht mehr unser flinker, wacher Verstand ist, der uns einmalig macht, wie wäre es dann mal mit einem neuen Alleinstellungsmerkmal? Wie wäre es vielleicht mal mit Freundlichkeit? Ja, Freundlichkeit, ich weiß, da runzeln jetzt viele die Stirn und sagen, ach, bildlich, banale Botschaft zum Schluss. Nein, das ist nicht banal. Freundlichkeit ist nicht banal. Freundlichkeit ist wesentlich. Ja, warum hat sich die Spezies Mensch am Ende durchgesetzt? Weil wir kooperationsfähig waren, weil wir freundlich wurden. Warum ist der Hund das erfolgreichste Säugetier der Welt? Weil er vom unfreundlichen Wolf zum freundlichen Hund wurde. Freundlichkeit. Die US-amerikanische Psychotherapeutin Virginia Satir, ja, die schreibt zum Beispiel, dass es das freundlichste Geschenk für deine Mitmenschen ist, von dir freundlich gesehen, gehört, berührt zu werden. Und die Satir schreibt auch immer sehr viel über Freundlichkeit zu sich selbst. Freundlichkeit, das ist vielleicht für uns als Menschen und Menschheit die Chance in der Zukunft, wenn uns künstliche Intelligenz kognitiv abgehängt und uns alle zu relativen Idioten gemacht hat. Und ein relativer Idiot sollte in Zukunft dann eben keine Flughäfen mehr planen. Ein relativer Idiot sollte keine Brücken mehr bauen und kein Auto mehr fahren. Und weder ein relativer noch ein absoluter Idiot sollte 90.000 Wischmops bestellen. Aber freundlich sein. Das kann jeder Idiot, wenn er nur will. Und sofern er nicht den falschen Vater oder irgendeinen Onkel Herbert hatte. Aber was heißt jetzt Freundlichkeit genau? Ich sag's Ihnen, Freundlichkeit heißt, nicht nur die eigenen wunden Punkte zu erkennen, sondern auch die der anderen. Freundlichkeit heißt, manche Dinge vielleicht doch nicht zu tun und doch nicht zu sagen, selbst wenn sie vom Oberlandesgericht Frankfurt erlaubt worden sind. Freundlichkeit heißt, der Kröte zu danken und ihr eine gute Reise zu wünschen, bevor du sie runterschluckst. Freundlichkeit heißt, nicht nur zu der vom Aussterben bedrohten madagassischen Schnabelbrustschildkröte, sondern zum gesamten Planeten und nicht zuletzt auch zu sich selbst freundlich zu sein und freundlich umzugehen mit der verdammt kurzen Zeit, die jeder so hat.
Und Freundlichkeit zu sich selbst heißt dann automatisch niemals Zeit verschwenden, niemals Zeit verschwenden mit unfreundlichen, unverschämten Menschen, egal wo sie dir auflauern, als digitales Gesindel via Social Media oder eben als der Nachbar auf dem Balkon gegenüber, weil Freundlichkeit zu sich selbst bedeutet immer, zu wissen, wofür du lebst. Die französische Künstlerin Colette, für mich eine der großartigsten und begehrenswertesten Frauen des vergangenen Jahrhunderts. Ach, diese Colette. Diese Colette sagte 1954, kurz vor ihrem Tod, sagte sie, was für ein herrliches Leben ich doch hatte. Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt. Überlegen wir also gut, was es in Zukunft bedeuten könnte, neben, mit oder unter KI ein Mensch zu sein. Und wenn Ihnen das alles ein wenig Angst macht, dann denken Sie an die Philosophin Hannah Arendt, die gesagt hat, Angst ist für das Leben unverzichtbar. Und ich möchte Hannah Arendt beipflichten und in aller Bescheidenheit präzisierend hinzufügen, aufgemerkt, nur wer die Hosen voll hat, sucht den frischen Wind. Ja. Aber die Hannah und ich, wir haben doch recht. Ohne Angst kein Mut und ohne Mut gibt es keine mutigen Entscheidungen. Und je älter ich werde, umso mehr merke ich, die besten Entscheidungen meines Lebens waren immer die mutigen Entscheidungen. Und die anderen kann man vergessen. Ja? Und mutige Entscheidungen sind sogar dann richtig, wenn sie falsch waren. Mutig entscheiden. Wir müssen selbstbestimmt über uns entscheiden. Selbstbestimmt über uns entscheiden, so gut es eben geht mit der Hand im Trigema-Schlüpfer. Und dabei werde ich mich niemandem ausliefern, auch nicht den Visionären und Tech-Konzernen des Silicon Valley. Die Sängerin Madonna, klasse Frau, Madonna meint, wer nicht sagt, was er will, bekommt auch nicht das, was er möchte. Wir müssen also sagen, was wir möchten, notfalls laut sagen. Dazu müssen wir aber auch wissen, was wir möchten und nicht immer nur das wissen, was wir nicht möchten. Und genau das ist gar nicht so leicht, gell? Hat jemand einen Vorschlag? Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Bewahrt euch die Menschlichkeit in eurem Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Also erstens, schön, dass Sie wieder an Bord sind, Captain. Und zweitens, so ein schönes Schlusswort, das passt ja hervorragend. Hä? Passt super. Ja, hat vielleicht ein wenig Pathos, ne? Hat ein wenig Pathos. Aber warum soll am Ende eines solchen Abends und bei einem Blick in diese traurige Welt, warum soll da nicht auch mal ein wenig der Pathos um die Ecke glotzen? Ne? Doch, gefällt mir. Sehr schön, danke. Wäre mir selbst überhaupt nicht eingefallen. Ihnen natürlich nicht, Herr Pelz, ja. Klar. Aber Charlie Chaplin eben schon. Ach, sehen Sie, Chaplin. Und jetzt muss ich sagen, es kam mir bekannt vor. Und jetzt weiß ich auch, wo es her ist. Aus dem Film Der große Diktator, die berühmte Chaplin-Rede. Sehr schön. Charlie Chaplin. Obwohl, hören Sie, das irritiert mich jetzt schon ein wenig. Dass ausgerechnet Sie, ausgerechnet einem Mann, an diesem Abend das Schlusswort gönnen. Also bei unserer Vorgeschichte, mit Verlaub, das finde ich jetzt schon ein wenig widersprüchlich. Widersprüchlich? Ja, sogar sehr widersprüchlich, wenn ich ehrlich bin. Ich würde sagen, souverän. Ja, souverän, von mir aus. Ja, aber, souverän. Ja, souverän, aber hey, Sie wissen schon, was der Chaplin für einer war, ne? Der große Charlie Chaplin. Minderjährige Mädel hat er geknattert, aber wie? Ja? Und geschwängert hat er sie und er soll sie ganz schlecht behandelt haben. Ich meine, bitte, so einen heute noch ins Schaufenster zu stellen, hätte ich mich jetzt nicht getraut. Aber Sie werden ja wohl wissen, was Sie tun. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Ja, sehr schön. Und bitte, was sagen Sie zum Fall Chaplin? Hm? Ja, das hatte ich übersehen. Ja, schade. Schade, ja. Das heißt schade. Schade um die Chaplin-Rede, oder nein, was? Nein, die Rede bleibt ja gut. Das finde ich richtig. Auch. Hm. Schade ist es nur um meine Resthoffnung. Hä? Resthoffnung? Was soll das Wort jetzt wieder bedeuten? Ja, meine Resthoffnung, dass die Genialität eines Menschen ihn vielleicht doch daran hindern könnte, so eine Dumpfbacke zu sein. Entschuldigen Sie, was ist das für eine Aussage? Und das gegen Ende. Na, das ist doch, so kann man so auch nicht sagen. Das möchte ich so auch gar nicht stehen lassen, ja? Wieso denn, Herr Pelzig? Ich sprach von Genialität. Ja. Das betrifft Sie doch gar nicht.